Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und jetzt schon der 7. Aufnahmeversuch, weil ich die ganze Zeit daran verzweifle, es hinzubekommen, dass mein scheiß Internet geht. Weil ich die ganze Zeit irgendwie bugge oder gekickt werde. Und ich nicht vernünftig aufnehmen kann, Leute. Kennt ihr das? Das fuckt richtig ab, oder? Schreibt's mal in die Kommentare. Retter des Jahrtausends. Der Retter naht. Der Retter drückt. Der Retter kriegt die Tür nicht auf. Alter. Ich hab mich so verpisst, als ich das gesehen habe. Pisst in Anführungsstrichen. Totgelacht. Man sagt das so. Also die, für alle, die das Wort nicht kennen, jetzt nicht falsch verstehen. Das heißt so viel wie sich totlachen. Oh Mann! Vor allem stack ich bis auch bis nach Gott sein Vater. In den Himmel. Ja. Der hat sogar Cobwebs dabei gehabt. Lol. Wow. Aber gerade läuft es ganz gut. Mit dem Internet. Find ich gut. Das finde ich klasse. Bis nach Nevada stecken, Alter. Ganz unten ist er. Jetzt kommt er hoch. Weiter geht's. Ach, ernsthaft geht's. Die Map. Kenn ich sogar nicht mal, Alter. Wo ist die Mitte? Scheint in die Richtung, oder? Ich bin ziemlich dumm. Tschüss. Lol. Ach so, hier gibt's gar keine Mitte. Ist auch mal ganz interessant. Oder ist das die Mitte? Nö, sieht genauso aus wie bei mir. Kann gar nicht Mitte sein.
Seiten und schnell. Was? Denn er ist da. Jetzt muss ich es nur noch schaffen. Oder er springt halt komplett daneben. Kann er natürlich auch machen. Okay. Ist immerhin geil. Gut, dann haben wir schon mal eine Runde gewonnen, eine verloren. Wenn ich mich nicht recht toll. Doch, eine Runde gewonnen, eine verloren. Ja. Was kann man noch so spielen? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Das Video geht erst 7 Minuten, also kann man noch was spielen. Aber ich gehe mal dafür auf einen anderen Server kurz. Hier. Komm mal die Apply, eben weil ich mich eben beworben habe für Moderation. Können mich ja anfeuern, dass ich es auch ins Team schaffe. Für mich ist morgen der letzte Tag, an dem ich das EMA-System bearbeiten muss. Und wenn ich es dann schaffe, werde ich eben ins Bewerbungsgespräch weitergeführt. Und ja, hier ist gerade mein Freund, wie immer. Ja. Und dann bin ich eben im Team und ja, hoffe, dass ich es schaffe. Ja, was will er? Was will er denn? Will er mit mir eine Party? Ich kann ihn ja mal einladen. Oder er macht mich in eine Party. Okay. Warte, ich schreibe ihn noch kurz. Slash. Oh. Da bin ich jetzt wieder. Jetzt geht mein Freund. Ich habe ihn noch kurz gefragt, da ich das ja auch auf YouTube hochlade, ob das für ihn okay ist. Er schreibt cool, okay. Hier der Beweis. Ich habe ihn gerade geschrieben, er schreibt ja, ich okay. Mhm. Also ich darf es hochladen für ihn. Ich zitter, Alter. Ich zitter. Er ist halt noch ein bisschen schlechter als ich, das auch. Was? Deswegen will ich ihn auch ein bisschen lassen. Ich will ihn jetzt nicht direkt so krass killen. Ich will ihn halt auch eine Chance lassen, so. Ich bin halt fair. Ich bin immer fair, Leute. Leute, ich bin richtig fair. Seid ihr das auch? Wenn ihr mal auf einen trifft, der vielleicht ein bisschen schlechter ist als ihr, wo ihr auch merkt, der ist noch relativ neu, der weiß noch nicht so die großen Taktiken und so weiter. Lasst den auch eine Chance, spielt einfach extra ein bisschen schlechter, sodass der auch eine Chance hat gegen euch. Das ist dann mega nett, weil der dann auch mal einen Gewinn hat und sich dann auch vielleicht freut. Ich lasse den einfach auch immer eine Chance zu gewinnen, also auch nicht das Krasseste raus, einfach auch mal gedreht. Texture Pack ist unten in der Beschreibung verlinkt. Nicht dieses hier, aber die andere Version. Ich habe das noch weiter bearbeitet. Die gibt es aber nicht zum Download, sondern nur die andere Version. Oh mein Gott, halt. Ja, guck, ich war richtig nett, hab ihn gewinnen lassen, weil er halt ein bisschen schlechter ist noch als ich. So, genau. Hey, was will er? Oh, die Zeug bitte. Machen wir mal hier.
Wo stehen wir denn? Warte. Wir sind gerade bei 9 Minuten in etwa. Genau, einfach denen auch ein bisschen eine Chance lassen, vielleicht ein bisschen langsamer klicken. Sodass man halt auch eine Chance hat gegen die Schlechteren, gegen Gute. Das ist nämlich richtig nett, Leute, macht das mal. Für alle die auch Minecraft spielen sind. Das ist dann immer richtig nett. Wenn man denen dann auch mal einen Gewinn schenkt. Das ist nämlich das Tolle daran. Einfach mal ein bisschen schlechter spielen. Auch wenn man weiß, man kann eigentlich besser spielen, aber einfach die auch mal gewinnen lassen. Deswegen nicht. Nicht jetzt alle in die Kommentare. Weil ich mach das halt gerade extra. Ich lass ihn einfach extra mal ein bisschen gewinnen. Ich spiele nicht so stark gerade, wie ich eigentlich könnte. Ich könnte eigentlich die krassesten Kombos raushauen, aber das mache ich jetzt halt nicht, da er sonst keine Chance hat gegen mich. Oh, er will supen, okay. Aber er hat es auch noch nicht so mit dem Soup. Er kann zum Beispiel noch nicht trocken. Muss ich ihn gleich beim Refillen lassen. Oh. Ich habe auch immer mal noch leichte Schwierigkeiten damit. Okay, er will refill, ich lasse ihn. Refill auch mal. Wir sind jetzt bei etwas über 12 oder 13 Minuten. So. Cool, cool. Okay. Na. Ah, okay. So, Leute, das wäre es dann auch schon gewesen für diese Folge mit ihm. Und Evi Emre war es das dann in dieser Folge. Ich grüße Evi Emre noch ganz lieb, falls du das siehst. Und ja, wünsche euch dann jetzt noch einen angenehmen Tag. Bis dahin, haut rein und tschüss.